Hallo ihr Lieben, wir sind im Fangolf in Bofenen. Ich sitze an der Theke, mir gegenüber steht Piet, der Barchef, ein Profi-Barkeeper. Was er alles zaubert, ist unfassbar. Und ich habe einen Cocktail getrunken. Ich merke ihn schon, es war nämlich einer mit Alkohol. Und seht mal, die Eiswürfel sind immer noch da. Das ist erstaunlich, finde ich. Und Piet, du hast mir erzählt, es gibt irre viel über Eis zu wissen. Erzähl. Genau. Eis ist die wichtigste Zutat im Cocktail. Also egal, wo Sie auf der Welt sind und einen Cocktail zu sich nehmen, er wird mit Eis produziert. Ja. Und einem professionellen Bartender sollte die Qualität des Eises schon sehr wichtig sein. Aha. Und kommen wir mal zu zwei Beispielen. Ja. Wir haben hier, was Sie jetzt zum Beispiel im Glas haben, einen Volleiswürfel mit einer 3,5 mm Kantenlänge. Der ist optisch auch sehr schön, finde ich. Genau, der sieht erstmal ansprechend aus und vor allem hat der eine sehr schöne Eigenschaft, der schmilzt sehr langsam. Aha. Ja. Er gibt wenig Schmelzwasser ab und kühlt lange. Ja. Das ist ja das, was wir, oder das ich mir für Sie wünsche im Drink, dass Sie den Drink genießen können, ohne dass er nach 5 Minuten verwässert ist. Aha. Dann gibt es noch diese Art von Eiswürfeln, diese sogenannten Fingerhüter. Ja, da hätte ich jetzt gedacht, das ist der absolute Mega-Profi-Eiswürfel, weil der von einer Maschine ganz modern hergestellt wurde. Genau, also für den professionellen Gebrauch einer guten Bar sind die nicht gedacht. Ach so. Wir benutzen sie, wie man sieht, jetzt zum Beispiel. Ja, sieht gut aus. Feinkühlen. Ja. Jede Art von Softgetränken in einem Betrieb, der einen großen Output hat, ist das super sinnvoll. Also Cola, Fanta. Cola, Fanta, Sprite, eine Apfelschorle von mir aus. In Betrieben, wo sowas sehr viel geht, da gibt es dann die Maschinen, die auch eine gewisse Menge am Eis produzieren, ist das alles super. Wir an der professionellen Bar im Cocktail, also im Shaker zum Beispiel, wenn wir Cocktails shaken, auch wenn wir Cocktails rühren im Rührglas oder halt zum Servieren im Gästeglas, benutzen ich oder wir am liebsten Volleiswürfel. Dadurch, dass sie halt auch im Shaker nicht so schnell brechen wie diese Hohleiswürfel, habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Ich kann schon hören, wann ist zu viel Schmelzwasser, wann ist noch genug Eis drin. Ach so. Genau. Sehr interessant. Und jetzt sag noch mal eben kurz, wie diese Geräte hier heißen. Also das sind Jigger, auf Deutsch Messbecher. Ja. Und wir haben hier drei verschiedene. Ich erkläre das mal kurz. Hier haben wir einmal 4 cl. Da ist so drin eine kleine Markierung. Ja. Ne? Und voll, ganz voll sind wir bei 50 ml. Ja. Und hier gegenüber haben wir die Hälfte. Aha. 20 und 25. Cool, oder? Profihaft. Aber wir brauchen ja auch manchmal vielleicht 3 cl. Oder noch weniger oder mehr. Ja. Und dafür haben wir hier einen Messbecher mit Skalierung, wo man ganz genau abmessen kann. Gut. Und dazu gesellt sich noch ein Unzenjigger, weil das Barkeepertum kommt ja bekanntlich aus Amerika. Ja. Und in Amerika wird mit Liquid Ounces gemessen. Aha. Genau. Und dafür haben wir hier, weil viele Rezepte halt eben aus Amerika kommen. Ja. Und eine Unze ungefähr 33 ml sind, wird es in Deutschland immer auf 30 ml runtergebrochen. Ja. Und das ist ja dann nicht mehr so wirklich das Gleiche. Ist vielleicht nur ein bisschen, aber nicht mehr dasselbe. Okay. So, und deswegen auch mal ein Unzenjigger, um Rezepte, die jetzt in Unzen sind, auch abmessen zu können. Ja, genau. Sehr schön. Dazu eine gute Eisqualität, immer wichtig, immer darauf achten. Meiner Meinung nach erkennt man eine gute Bar an einer guten Eisqualität. Und es ist immer noch nicht geschmolzen. Leute, also, wie gesagt, die Cocktails sind köstlich, vom Profi gemixt. Es lohnt sich, hierher zu kommen, ins Fangolf in Bofenden.